Ich spiele heute mit euch ein bisschen, ich packe meine Tasche und ich nehme mit. Da 50% vom Schießstand, also ich, David, die nächsten 3 Wochen auf den Philippinen mit Fotos und Filmemachen verbringen werden. Ich halte nicht so viel von extra Kamerarucksäcken. Deshalb kommt mein Equipment in diese praktische Tasche, die ich ganz easy in meinem Rucksack verstauen kann. Zuallererst meine Sony A7R2. Zusammen mit dem 2470GM, was auf dieser Reise erstmal seinen Preis irgendwie rechtfertigen muss. Als nächstes das Sony Zeiss 16-35 mm Blende 4. Das einzige Weitwinkelzoom für Sony und gerade für Landschaftsaufnahmen natürlich ein Muss. Für beide Objektive habe ich natürlich passende Filter. UV- und CPL-Filter für das kleine Weitwinkel und für das große mit 82 mm UV, CPL, ND16, 64 und 400, die ich natürlich auch per Step-Down-Ring am kleinen Objektiv verwenden kann. Die Panasonic Lumix LX100 werde ich meiner Freundin in die Hand drücken, damit sie mit dieser kleinen, aber super guten Kamera ein paar Bilder machen und B-Rollen 4K-Material drehen kann. Als nächstes natürlich die Mavic und alles, was dazugehört. Für die Batterien habe ich mir extra ein LiPo-Bag gekauft, in den die Batterien nicht so wirklich reinpassen, aber mal sehen. Ja, so, nee, das sieht noch nicht ganz so gut aus. Ah, so, jetzt habe ich's. So passt's. Und die Batterien sind ein bisschen sicherer. Diese feuerfesten Lipo-Bags sind keine Vorschrift. Aber falls doch mal was passiert, geht man so vielleicht auf Nummer sicher. Auch die Mavic selbst passt ganz easy in die Tasche. Aber erstmal muss noch ein bisschen anderer Kram drunter. Ich habe hier zum Beispiel die Tasche vom Taco RC Filterset und da rein die Polar Pro Filter gepackt. Die kommen jetzt unter die Mavic, damit auch kein Kubikzentimeter Platz verschwendet wird. Die Mavic oben drüber und die Facheinteilung habe ich hier als Halterungszweck entfremdet. Als nächstes natürlich Batterien, Batterien, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Ladegeräte. Ich habe insgesamt 5 Batterien für meine Sony-Kamera und 4 für die kleine Panasonic dabei. Zusätzlich noch 2 Akkus für die Yi Action Cam und natürlich Doppelladegeräte für alle Akkus. Ah, das gefällt mir ja eigentlich nicht, wenn die Kontakte nach oben liegen, aber irgendwie will ich sie auch nicht nach unten stecken. Mal sehen, wie ich das mache. Natürlich brauche ich auch Platz, auf dem das ganze Material gespeichert wird. Dafür habe ich hier ein paar MicroSD-Karten mit 64 GB für die Mavic und hier ein paar normale SD-Karten in 128 GB. Davon steckt auch jeweils eine noch in den Kameras selbst. Ach ja, die Gegenlichtblenden dürfen auch nicht fehlen, aber die sind natürlich ganz schön groß und sperrig und nehmen viel Platz in der Tasche weg. Mal sehen, wie sich die am besten hier mit einpacken lassen. Als nächstes kommt noch jeder Menge kleine Fotografen-Krimskrams mit in die Tasche. Zum Beispiel ein Mini-Blasebalg und ein Lenspen. Dann habe ich mir hier noch einen Filterhalter für mein Handy gebastelt, um auch dort mit ND-Filter die Belichtungszeit auf die nötigen Werte drücken zu können. Ach ja, und noch ein bisschen Mavic-Zubehör darf auch nicht fehlen. Zum Beispiel die Displayhaube von PGYTEC, Ersatzpropeller und Ersatz-Micro-USB-Kabel. Das alles verstaue ich hier oben in der zusätzlichen Reißverschlusstasche. Oder doch nicht? Ach nee, ich stecke es lieber hier mit zu den Gegenlichtblenden. Dann ist dort der Platz wenigstens auch verbraucht. Und hier kommt auch noch eine Stativkopfplatte für die kleine Panasonic-Kamera mit rein. Das hier, was so komisch aussieht, ist quasi ein selbstgebauter DJI Osmo Mobile. Also ein Handy-Gimbal. Zusammen mit diesem Griff, den ich natürlich auch an meiner Kamera verwenden kann, bekomme ich damit super smooth Smartphone-Videos hin. Wer wissen will, wie man sich so ein Ding selbst baut, dem erkläre ich das gerne in den Kommentaren. Dann natürlich noch jede Menge Zubehör für die Yi-Kamera, damit ich auch unter Wasser und zum Beispiel am Motorroller schöne Videoaufnahmen machen kann. Einen einfachen Timelapse-Kopf nehme ich auch mit, das hat schon in Thailand super funktioniert.
Das Haltematerial für die Yi-Kamera nimmt natürlich echt viel Platz weg. Vielleicht schmeiße ich das Yi-Befestigungsmaterial auch einfach in den Drybag, den ich sowieso mitnehmen muss. Was ich natürlich auch nicht vergessen darf, ist das Ladegerät für die DJI Mavic. Sonst kann ich nur 3 Akkuladungen fliegen und das wäre ein bisschen wenig für 3 Wochen. Dieses Teil mit der Pearl-Aufschrift, was ihr hier seht, ist ein Mini-Faltreflektor. Also Mini heißt in dem Fall wirklich Mini, der hat 30 cm Durchmesser. Aber als Notfallstartplatz für den Mavic reicht das allemal. Ich glaube, das mit den Akkus mache ich doch anders. Ich packe die hier lieber in eine Plastiktüte und stecke sie dann in die Kameratasche. So liegen die Kontakte nicht frei. Früher bei meiner Nikon-Kamera gab es sogar noch eine Abdeckung für die Kontakte der Batterien. Und schwupps verschwinden die hier in der Tasche und dann kann ich vielleicht sogar noch den Kameragriff damit daneben stecken. Und das Ganze kommt jetzt in meinen Rucksack. Das ist eigentlich ein kleinerer Tracking-Rucksack. Aber durch die Tasche wird er zum Kamera-Drohnen-Zubehör-Technik-Rucksack. Draußen gibt es auch noch ein paar Fächer. Und neben der Tasche ist sogar noch Platz für den Lipo-Bag und die Ladegeräte. Und hinten an der Rückseite findet mein Laptop Platz. Das ist übrigens ein Xiaomi Mi Notebook Air mit 12 Zoll. Das Laptop-Zubehör noch oben drauf oder daneben, je nachdem wo es hin will. Und dann wäre das Handgepäck schon vollständig. Als letztes kommt noch mein Manfrotto B-Free-Stativ mit an den Rucksack. Aber das ist nur, um euch zu zeigen, wie ich dann unterwegs bin. Das Stativ wandert in den Koffer. Eigentlich ist das Fach an der Seite hier für eine Wasserflasche gedacht, aber funktioniert natürlich auch mit einem kleinen Stativ perfekt. So, das war's mit meinem Kamerarucksack packen. Ich hoffe, ich kann in den nächsten 3 Wochen jede Menge schöne Fotos und Videos für euch machen, die wir dann natürlich auch hier auf dem Channel zeigen werden. Ich versuche all den Kram, den ich euch hier im Video gezeigt habe, unten in der Videobeschreibung zu verlinken. Bis zum nächsten Mal. Ciao!